Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr seht, Horizon Forbidden West. Ich habe es gestern schon angezockt im Stream. Das werde ich auch natürlich von Twitch hierher schicken. Ich habe das Tutorial durchgemacht, also den Anfang. Und ich bin begeistert. Ich werde es euch jetzt in kompletter Pracht zeigen, deswegen auch keine Kamera. Ich nehme auf mit 4K HDR 60 FPS. Also wenn ihr einen 4K HDR für Monitor, Fernseher habt, könnt ihr das in voller Pracht sehen. Und ich bin so geflasht vom Spiel. Alleine dieses Anfangsbild, was ihr jetzt hier seht, das hat mich beim ersten Mal angucken, wo ich ins Spiel bin, so weggeflasht, dass ich das erstmal ein paar Minuten angeguckt habe, weil das so geil aussieht. Ich werde jetzt nicht nochmal ein Tutorial machen. Ich bin jetzt nach dem Tutorial. Ich werde jetzt versuchen, jetzt hier nicht zu spoilern. Ich will keine Mission machen. Ich will einfach nur ein bisschen rumlaufen mit euch, zeigen, was ich schon kann und was ich weiß. Aber ich versuche euch so gut wie nicht zu spoilern. Also wie gesagt, ich habe aber auch viel, muss auch dazu sagen, ich habe sehr, sehr viel gelootet im Tutorial, also im Anfang, im Prolog, je nachdem, wie man sagen möchte, also in der Einführung. Und deswegen, also 3 Stunden habe ich gebraucht, oder über 3 Stunden. So. Und dann kommen wir hier gleich an und hier bekommen wir dann nach dem Prolog, bekommen wir dann auch ein Lagerfeuer. Oh, Wildschwein. Also Feuerbogen habe ich auch wieder. Ich kann auch wieder mit 3 plündern. Da unten sind auch Roboter, da will ich euch auch gleich noch was zeigen. Wir haben im Lagerfeuer auch wieder die Möglichkeit schnell speichern, manuell speichern. Ja. Und Schnellreise. Ich zeige euch mal die Landkarte, wie ich jetzt habe. Also mehr habe ich jetzt hier noch nicht. Hier das kommt noch alles. Also sieht vom ersten drauf gucken, muss ich sagen, sieht es etwa so groß aus wie Horizon. Das Horizon von Midwest war so. Also wir hatten hier die Anfangswelt, das war hier. Das nicht hier oben, sondern das ging dann hier runter. Also vom Mutterberg hier lang hoch. Und dann hatten wir hier so eine große Welt. Ja, hier geht es jetzt runter und da noch. Also könnte vielleicht sogar ein Stück größer, ja doch, ein Stück größer als Horizon Forbidden West sein. So, da gehen wir jetzt mit Dreieck zu Aloy. Wir sehen auch hier wieder Tiere, die ich gesehen habe. Fragezeichen, also so wie er eigentlich von Horizon Forbidden West kennt. Ja, also im Prinzip fast genauso. Wir haben ein paar neue Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich die euch hier schon zeigen kann. So ein Kletterhaken. Wenn wir jetzt hier X gedrückt halten, haben wir hier so einen Kletterhaken. Wir können auch, wenn wir dann, da habe ich mich schwer getan beim ersten Mal, wenn wir jetzt da ranspringen, X drücken und dann gleich kurz bevor wir oben sind, Kreis drücken. So. Dann macht sie nochmal so einen hohen Sprung. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan, das Timing zu finden. So, hier nochmal. Und kurz bevor wir oben sind, dann macht er dann so einen hohen Sprung. Für paar, ja, wenn jetzt hier so ein Haken ist, aber das nächste jetzt hier oben erst ist, wo man mit einem normalen Hechtsprung nicht rankommen wird, da musst du dann sowas machen. So. Die Grafik und der Sound ist, tut mir leid, ich kann nichts anderes sagen, ist bombastisch. Es ist wirklich, ich habe, wo ich ins Spiel gekommen bin, ich habe erstmal mit offenem Mund da gestanden. Also da gesessen, ist, ey, wirklich, die Grafik ist unfassbar geil. Die Lichteffekte. Ihr seht ja die Pflanzen und so. Es sieht wirklich, und die Videosequenzen auch natürlich. Und guck mal, wenn wir jetzt Elo hier ranzoomen, es sieht wirklich wunderschön aus.
So, aber nichtsdestotrotz, ich will ja auch was schnelles sehen machen, damit ihr sehen könnt, wie schnell es ist. Dass es auch bei schnellen Szenen halt vernünftig aussieht. Wir können jetzt hier auch wieder scannen. Dann können wir auch wieder sagen, Zielanzeigen und Spuren. So. Maschine mag kein Feuer. Und wir sehen auch da hinten wieder den Kanister. Da seht ihr, so zack, den haben wir schon geschädigt. Auch da hinten, den können wir uns schon angucken. So, da haben wir jetzt nach vorne auf die Linse gezielt. Auch das hat geklappt. Oh, da kommt der, da kommt er her. So, wir müssen jetzt warten, bis er jetzt hier vorbei ist. Auch mit dem Stab können wir wieder. Versuche ich euch gerade zu zeigen. Ich hoffe, der hat mich jetzt noch nicht gesehen. So. Jetzt haben wir mit dem Stab ausgeschaltet. Und vergesst nicht, immer plündern. Das könnt ihr alle hier brauchen. Ich habe auch schon so eine Eisgranate oder sowas. War auch schon so ein Riesenroboter, war hier auch schon. So. Wir können auch tauchen. Also selbst das sieht wirklich schön aus. Jetzt ist hier natürlich zu flach dafür. Oh, was haben wir denn hier? Das ist neu. Edelstein. Und. Ruhe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind? Bestimmt. Kriegen wir hier gut Geld. So, und immer. Äste mitnehmen, ganz, ganz wichtig. Nicht, dass uns mal die Pfeile ausgeht. So. Hier haben wir dann auch noch Sachen im Wasser. Wir haben auch wieder einen Stab. Unser Stab ist kaputt, wir haben einen neuen. Dadurch fangen wir natürlich wieder mit Null an. Selbst meine coole Rüstung ist weg von Teil 1. Muss man alles wieder neu sammeln. Das muss Kettenkratz Finde sein. ich schade, man könnte wirklich mal so was machen, dass man das auch übernehmen kann. Auch wenn es nur optisch Ich kann auch ist. was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. So, wir haben hier auch Werkbänke, damit wir Ich jetzt kann das basteln Zeug aus können. dem Vorrat nehmen. So. Und jetzt gehen wir hier hoch. Hier haben wir noch was. Das tun wir doch mit. Wir sollen natürlich dahin, wo der. Da sind auch wieder Roboter, seht ihr das? Wo da dieser gelbe Pfeil ist. Und hier haben wir. Was ist das? Ich glaube, das kommt später dran. Da können wir bestimmt später was machen, müssen wir das nachzeichnen oder so. Oder irgendwie verbinden. Hier wird mir noch nicht angezeigt, dass ich hier irgendwas machen kann. So, hier haben wir was, da haben wir was. Jetzt gehen wir hier mal in die Stadt. Obwohl, ist es hier tief? Hier kann ich. Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Ah,
Ja, schade, ist nicht tief genug, dass wir hier tauchen können. Ich werde auch nichts verraten von dem, was rausgekommen ist, was ich erfahren habe jetzt im Prolog. Für die Leute, die halt auch noch spielen wollen. Was ich euch nur sagen kann, das Ziel ist halt Gaia zu finden, um halt die ganzen anderen Dinger zu reparieren, die bei uns Basen. Also ein Backup von Gaia. Willkommen im Kettenkreuz-Retter. Was sich denn auch ein bisschen problematisch rausstellt. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht alles rausgefunden. Ich bin, wie gesagt, gerade mal bei 3 Stunden oder etwas über 3 Stunden spielen. Schmiede. Petra? Ich will euch halt nur die Grafik zeigen und den Sound. Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstopp. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte nicht Problem. Unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Orwind? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Peter. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann zieh ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Ich hab auch bei den Einstellungen Auflösung bevorzugt. Also mir ist jetzt die Leistung ist mir jetzt vollkommen egal. Hohe Bildfrequenz, niedrige Wiedergabe, das ist mir vollkommen egal, das will ich nicht. Ich will einfach nur Auflösung. Ich will geiles Bild haben. Und hier bei Dynamik habe ich halt alles etwas runtergeregelt. Obwohl ich ja in der PlayStation das eingestellt habe, weil ich zeige es euch mal zum Vergleich, weil es mir dann zu hell ist. Und wenn du dann hier vor dem 4K HDR-Monitor sitzt und alles so hell ist, ihr seht es ja bei euch, dass es ziemlich hell ist. Also bei mir sieht es jetzt, also wenn ich jetzt die Aufzeichnung gerade angucke, dann ist Aloy viel zu hell bei euch. Also in der Aufzeichnung, auf der linken Seite, also ihre rechte Seite, wenn man drauf guckt, die linke Seite. Das sieht bei mir gar nicht so aus. Also ich kann immer noch die roten Wangen kann ich gut erkennen. Wirklich, ich sehe jede Pore, aber es ist mir halt einfach zu hell. Und deswegen habe ich bei mir so, das so eingestellt, dass es so ein bisschen dunkler ist. Es ist bei euch trotzdem teilweise noch ein bisschen heller als bei mir, aber fast seid da dran. Ich guck so auf einen anderen Monitor. Ich müsste mir da dann später mal angucken auf dem Monitor. Aber so habe ich das halt lieber. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Ja klar, komm mal vorbei, sauf mal ihn. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Ach gut, dann kann ich euch das gleich mal zeigen mit der Werkbank. Hier haben wir eine Werkbank. So. Und jetzt haben wir hier praktisch die Werkbank und jetzt können wir unsere Sache hier verbessern. Zum Beispiel den Bogen. Also hier haben wir 2 Waffen drin. Einmal, das ist dieser Kühlwerfer, also hier mit Frostschleuder, das macht so Bälle, was Frost macht. So, und hier haben wir den Speer und den können wir jetzt verbessern.
Upgrade, zack. Jetzt haben wir das schon mal verbessert. Wir können nochmal machen. Und Stufe 3. Ich habe hier noch Ressourcen gefunden. Das sollte eigentlich alles gut klappen. So. Jetzt haben wir den Speer verbessert. Und wie ihr seht, ich kann den Speer jetzt nicht mehr verbessern. Ich kann jetzt halt nur dann später so einen leeren Platz habe ich. Da kann ich dann was raufpacken. Und hier mit dem Kreis, was ihr oben rechts seht über dem Speer oder hier halt auch oben rechts, da wird gezeigt, wo das im Inventar ist. Zeige ich euch aber auch gleich. So, den Frost können wir hier auch gleich mal verbessern. So, immer noch hier gesperrt. Achso, jetzt fehlen uns Teile. Wir brauchen noch. Achso, das sind glaube ich die vom Dornrücken. Okay, brauchen wir noch welche. Wo ich genug hier fangen habe. Naja, okay. So, dann können wir Outfits verbessern. So, und da seht ihr, dass dann Rüstung dazu kommt, Widerstand, Nahkampf. Mach gleich mal den nächste. Und die Stufe geht jetzt schon nicht mehr. Die nächste, die dritte. Aber wir können jetzt schon. Neuer Platz, wir können dann schon Sachen raufpacken. Das habe ich noch nicht rausgefunden, wo man das machen kann. So, Fallen können wir auch herstellen jetzt, wenn wir das wollen. Ich stelle mal Fallen her. So, die könnt ihr auch währenddessen herstellen, Gott sei Dank. Also das ist nicht so, dass ihr bei Fallen auf... Achso, da fehlt noch was. Dass ihr dabei Pfeilen und herstellen und Tränke herstellen und Pfeile und so, dass ihr da auf der Werkbank angewiesen seid. Das ist nicht so. Nur für Verbesserung. Aber hier seht ihr jetzt zum Beispiel. Kann ich jetzt nicht upgraden. Da brauche ich jetzt ein Wildschwein. Hier brauche ich Eichhörnchen. Ein lilanes Wildschwein. Die Wildschweinknochen. Wildschweinhaut, Waschbärhaut und hier dann nochmal Eichhörnchen. Also das ist aber das Nervigste mit den Tieren eigentlich gewesen. Weil die Roboter findest du ständig, aber die Tiere, die sind dann aber schnell weg. Da musst du dann aufpassen. Das werde ich dann auch noch in Angriff nehmen heute Abend, wenn wir zocken werden wieder. Dass ich halt die verschiedenen Tiere mir zusammensuche. So, das sind jetzt die Spezialsachen. Hier kommen noch drei dazu, wie ich sehe. Und das ist dieser Greifhaken, also einmal um es hochzuziehen und auch Sachen wegzuziehen. Nicht alle, aber einige Sachen. So. Dann haben wir hier. Jetzt müsste hier Händler sein gleich. Kann ich trotzdem an die Werkbank? Ich werde dich nicht aufhalten. Das könnte hilfreich sein. Der Laden ist zu klein. Jetzt muss ich noch Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Mehr kann ich nicht tun. Ich glaube erstmal. Guckt euch die Lichteffekte und Schatten an. Als ich zu dir komme, bin ich nackt, aber ein Apfel im Mund und ein Pfeil ragt aus meiner Pobacke. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ah, okay, bei Vorrat. Thank you.
Rohstoffe. Wir nehmen jetzt einfach mal F24 für 24. So, und das haben wir jetzt gelagert. Können wir hier eine lagern. Und Vorrat. Hier können wir dann halt auch wieder mitnehmen. Und dann können wir hier markieren, wie viel wir mitnehmen wollen. Wir nehmen jetzt einfach mal. Aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. So, und hier haben wir den. Ah, hier ist es auch mit Klamotten. Bleib mal locker. Eingesperrt. Aber wir können hier noch nichts machen. Schade. Hier haben wir dann auch wieder ein Lagerfeuer, auch im Ort. So, manuell speichert, Viereck. Ja, dann können wir dann einfach hier den Speicherstand überschreiben oder halt neuen ansetzen. Und Schnellsicherung ist Dreieck, da wird halt schnell gespeichert. Schnellreise, dann können wir dann halt. Ja. Hier unten haben wir dann, ihr seht auch Ausrufezeichen für Quests. Und wo haben wir angefangen? Hier oben. Können wir jetzt rein theoretisch auch hier. Ja, können wir da hinreisen. Wir brauchen jetzt, so wie es jetzt aussieht, was ich jetzt so beim ersten Mal jetzt mitkriege, nicht mehr diese Lagerfeuer kaufen. Also ich denke mal, dass man noch welche kaufen kann für unterwegs, weil man irgendwo von unterwegs eine Schnellreise machen will. Aber wir müssen jetzt hier nicht mehr bezahlen. Die Schnellreise war ja sowieso gratis. Das hat ja nur gekostet für diese Lagerpunkte. So, und unter uns sehen wir schon Wildschwein. Und dann können wir uns hier anpirschen. Müssen wir nur gucken, wo das abgeblieben ist. Da ist das abgeblieben. Ein Wildschwein erledigt. Und dann gucken wir, was wir kriegen. Durchsuchen. Wir kriegen nur Fleisch. Das ist halt auch das. Du kriegst halt nicht immer das, was du brauchst. Das ist genau wie beim ersten Teil. Jetzt haben wir hier nur Fleisch gekriegt, aber keine Haut. Und beim nächsten kriegst du dann vielleicht Haut oder so. Und dann irgendwann hast du das dann mal zusammen, damit du diesen Beutel ja, erweitern kannst. Das war aber schon beim alten Teil so. Also beim ersten Teil so. Jetzt wird's laut. Jetzt rufe sie. Ich will jetzt nur mal hier, dass ihr ein bisschen Grafik sehen könnt. Ja? Wo ist er denn? Ach, da hinten ist er, der schießt auf mich. Naja. Hier seht ihr auch, wir finden immer wieder was zu plündern. So. Hier ist sogar mit Grafik und so. Das macht halt unheimlich Spaß. Die Zeit vergeht auch ziemlich schnell. Hier, wir haben auch jetzt hier wieder Sachen, die jetzt zum Beispiel hier dranhängen könnt, da. Wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Ist ja gut. Man kann ja dann halt sich auch hier an der Kante hängen und dann halt runtergehen, wenn es dann hier irgendwo was ist. Hier haben wir dann so ein Ding. Weil manche Sachen hängen jetzt halt hier auch an der Seite.
Bossi. So. Da seht ihr den Rauch, die Stadt mit dem Lichteffekt. Scheint gerade die Sonne rauf. Er sieht auch hier mit den Schmetterlingen und mit dem ganzen Zeug. Er sieht einfach wirklich, wirklich geil aus. Und es macht unheimlich Spaß. Klar haben wir jetzt natürlich im Gegensatz zum ersten Teil hier jetzt bestimmte Elemente nicht mehr. Wie wenn man, beim ersten Teil war alles neu. Langehals hochklettern, das soll jetzt hier wohl schwieriger sein. Ich habe, wie gesagt, noch keinen Langehals bezwungen. Aber das Ganze aufklären, wir sind ja damals beim ersten Teil in diese Welt geschmissen worden und wir wussten ja nicht, was los ist. Und das mussten wir ja alles aufklären. Und da hast du dann immer so Aha-Momente gehabt. Ich denke mal ganz stark, dass du diese hier halt weniger haben wirst, weil wir wissen, dass, was ja passiert ist. Wir wissen mit der Apokalypse 1000 Jahre später. Und also einiges wissen wir ja schon. Wir werden immer noch Sachen aufklären, was wir noch nicht wissen. Ich will auch nicht spoilern jetzt. Aber es sind halt diese ersten Momente, weil da war, damals war das Spiel neu. Und sowas gab es noch nicht in der Form. Und ich hätte auch damals nicht, ich hätte auch damals nicht gedacht, dass Horizon Zero Dawn so geil wird. Weil Guerilla Games, die haben vorher nur Killzone gemacht. Ein Shooter. Ego-Shooter. Und dann sagen sie, ja, wir machen hier sowas hier. Und dann ja, kannst du halt ein bisschen durch die Welt laufen. Sie sehen, Bilder sahen zwar gut aus, aber dass die Grafik und der Sound so geil ist und die Story so packend war bei Teil 1 und hier jetzt auch, die zieht, du fängst an zu spielen und das Spiel zieht dich an, zieht dich ins Spiel rein. Die Story ist wieder richtig schön gemacht. So, was ich jetzt vom Anfang bis jetzt erst mitgekriegt habe. Und so war es bei Teil 1 auch. Hätte ich damals nicht gedacht, dass Guerilla Games ein Studio, was eigentlich nur Shooter gemacht hat, so ein geiles Spiel hinkriegt und vor allen Dingen mit den Level, mit der offenen Welt, das so schön designt hat, die Übergänge zwischen den einzelnen Welten, also zwischen den einzelnen Bereichen und dann halt auch die ganze Welt gestalten. Auch hier wieder, es ist schade, dass ich euch jetzt hier nicht zeigen kann, wie sie tauchen kann. Ich guck mal, vielleicht haben wir hier noch irgendwie Wasser oder so, was tiefer ist. Nee, leider nicht. Schade. Also ich glaube, das kommt dann auch später. Dass wir das wegmachen können. Oder, warte mal, wir können auch... Der Zugwerfer bringt ja nichts. Nee, hier bringt der Zugwerfer nichts. Müsst ihr anvisieren wie Bogen. Also als wenn er den Bogen nimmt, aber dann Dreieck drücken, dann wechselt er. Dann kannst du dann halt bestimmte Sachen wegziehen, aber das kommt dann wahrscheinlich erst später. Das war da noch... irgendeinen Gegenstand kriegen. Och, hört er die Geräusche? Also wirklich sehr liebevoll gestaltet, Annette. Und also wie gesagt, das Warten hat sich definitiv gelohnt. Ich bin mega begeistert. Gehen wir doch hier unten, wo wir ein bisschen Wasser sehen. Daraus kann bestimmt etwas Leckeres werden. Sieht wirklich einfach unfassbar geil aus.
Wir können hier halt schnell scannen, wenn wir R3 kurzzeitig drücken. Oder ihr drückt halten. Dann haben wir hier dieses Fokusfeld. Ach, da seht ihr schon, das wird lila. Da können wir auch mal gucken. Lila haben wir hier auch immer wieder noch. Ach, da ist jetzt so ein Edelstein. Können wir bestimmt dann später verkaufen. Ich guck mal, vielleicht haben wir ja doch noch das Glück, dass wir hier irgendwo... Hier. Nee. Leider nicht tief genug. Das verstaue ich für später. Ja, mit dem Sammeln, das könnte teilweise hier ein bisschen schneller gehen. Man hat auch dann am Anfang die Wahl, ob wie das hat angezeigt werden soll. Ich habe eigentlich mit Zeigen, glaube ich, gemacht. Man kann das hat auch komplett frei machen. Man kann die Schwierigkeitsgrad auswählen. Oh, jetzt kommen wir, glaube ich, hier. Ja, hier können wir ein bisschen tauchen. Und es ist jetzt aber nicht tiefer. Also ich denke mal, wir werden auch später tiefer tauchen können. Wenn wir was kriegen, um länger unter Wasser zu bleiben. Guckt euch das an. Und wie gesagt, wir sind ja doch am Anfang. Wir sind ja hier, also das Tutorial haben wir jetzt gemacht. Wir müssen ja hier noch ein bisschen was machen und dann kommen wir hier erst nach dem Westen. Also verbotenen Westen. Ja, und da kommt ja dann erst, da geht ja die, denke ich mal, die Action erst richtig los. Das ist alles hier noch Einführung. Das ist praktisch hier wie beim ersten. Halt praktisch hier das Mutterherz, ist das Tutorial ein bisschen größer gefasst, weil wir ein bisschen was sehen wollen und dann kam man dann hier weiter, kurz bevor dann richtig die Action losging und hatten da schon mehrere Roboter und Ruine und so was, alles was wir erforschen konnten und so müsst ihr euch das vorstellen. Ist das hier auch? Ja, wo auch noch? Relikt, okay. Oh, Reliktruine, da müssen wir dann hin. Ja, also ich werde hier alle wirklich erforschen und machen und tun. Ich werde mir da schön Zeit nehmen. Einfach, wie gesagt, ich bin geflasht vom Spiel. Bin sehr, sehr positiv überrascht. Also überrascht nicht, aber mir gefällt es halt. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich mache extra das Video halt, wie gesagt, ohne Kamera, ohne irgendwas. Ich werde das auch nicht schneiden, bearbeiten, kein Intro, Outro oder irgendwas machen, damit ich das so, wie ich es hier aufnehme, mit einer sehr hohen Bitrate hochladen kann, damit ihr so nah wie möglich an dem Erlebnis dran seid, wie ich es hier vor mir sehe. Ohne, dass es irgendwie verfälscht wird durch Rendern, durch irgendwelche Bearbeiten oder irgendwas dergleichen. So. Was gibt es noch zu sagen? Achso, ich werde euch nochmal... Einstellung. Nee, das war nicht. Oh, da seht ihr schon ein bisschen was weniger. Ja, da wird halt immer angezeigt. Ich habe lieber gerne oben angezeigt, welche Quest ich gerne mache, ehrlich gesagt.
weil ich auch so vergesslich bin. Wir können natürlich auch dynamisch machen. Ja. Aber kann halt auch eine Sache da zusätzlich noch einstellen, die man angezeigt haben will oder nicht. Hier unten. Informationen nochmal. Er könnte halt dann auch noch Copilot. Schalt mit Funktion ein um. Ach, hier kann man so ja zweiten Spieler betritt nehmen. Copilot. Machen wir mal an. Schalten wir diese Funktion ein, um einen zweiten Controller mit gesplitteter Steuerung. So. Jetzt muss ich mal schnell den zweiten Controller holen. Dann kann ich euch den auch zeigen. Ich werde euch gleich auch noch Barrierefreiheit zeigen und so. Da wollte ich eigentlich ein separates Video zu machen. Kannst du zu zweit spielen? Jetzt mache ich auf einem Controller. Und jetzt auf dem ersten Controller wieder. Okay. Gut. Können wir wieder ausschalten. Überall kommt man nicht hoch. Ah, hier ist die Stadtmauer. So. Hilfe! Er ist hinter mir her! Der Dornrücken wird ihn niedertrampeln. Bring dich in Sicherheit! Dank der Schmiede, dass du hier bist. Geh rein, bis es sicher ist. Ach, Zeug gesammelt. Mist, entdeckt. Schneller plündern. Und da müsst ihr auch gucken, manchmal fallen hier so Sachen ab. Oder man sieht hier ein paar Leichen, die kann man gleich mitplündern. Und dann kann man die abgesprengten Sachen teilweise auch noch einsammeln. Na, hier ist jetzt halt eine Kiste. Egal. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Oh, da ist noch einer. So, den haben wir jetzt überbrückt, der gehört jetzt uns. Damit haben wir jetzt auch ein Reittier. Oder auch nicht. Sieht aus wie eine Art Steinbruch.
Wie ihr seht, haben wir jetzt auch Reittier. Müssen wir also wahrscheinlich auch. Ist ja doch hier die Nähe, also wird es daran liegen, dass er nicht rufen könnt. So, ich gehe jetzt erstmal hier hin. So. Da seht ihr zum Beispiel. Oh, die machen wir später. Da haben wir auch ein Lagerfeuer, obwohl das können wir gleich mal mitnehmen. Wir schon ein Lagerfeuer haben. Seht ihr das? Da kann man dann mitnehmen und dann halt den plündern. So. Versuch ihn wegzuschieben. Ich würde meine Beine gern wieder spüren, Retterin. Dich zum Festmachen. Keine Sorge. Aber wie? Könnt ihr bitte diesen Schrotthaufen von mir runterholen? Sobald wir wissen, wie. Ah, lauter lila Zeug, das ist gut. Ich würde meine Beine gern wieder spüren, Retterin. Achso, R2. Gut. Man muss nur an der richtigen Stelle stehen, okay. Sind dir sehr dankbar, Retterin. Nur oh, bist du danke. Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Wardis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden. Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Jetzt gehen wir mal los. Wisst ihr, wo ich Erend finde? Der Hauptmann verfolgt ein paar Dornrücken weiter westlich. Folge einfach den Flüchen, dann findest du ihn. Und wenn du unterwegs auf Dornrücken triffst... Lass ich keinen auf mich drauf fallen. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen? Sind recht praktisch im Kampf. Danke. Mach's gut, Aloy. So. Ach, Wildschwein. Och. Eine Ruine aus der alten Welt. Da drin findet sich bestimmt was Interessantes. Bitte, 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 bitte. Haut! Yes! Ja, Ruine, das machen wir dann im Stream. Das machen wir jetzt nicht hier. Wir speichern jetzt erstmal ab. Ihr seht ja, ich wollte nur 10 Minuten, 20 Minuten anzocken mit euch. Und das zieht eben wieder so in den Bann. Man will hier gucken, was da ist und das erforschen und ach,
das ist... Das so war bei Teil 1 schon so, da konnte ich schon nicht genug kriegen. Und jetzt hier genau der gleiche wieder. Aber ich will euch unbedingt noch was anderes zeigen. Also Fotomodus, den habe ich noch nicht benutzt, den muss ich erstmal testen. Spiel laden, da können wir natürlich jetzt Speicher statt laden, den wir jetzt gerade gemacht haben, zum Beispiel. Ja. Hier seht ihr zum Beispiel die automatischen Speicherpunkte und die ich auch selber gemacht habe. Vom letzten Spielstand neu starten, fortfahren, Einstellung und beenden. Beenden ist halt beenden, dann gehen wir hier zurück ins Hauptmenü, logischerweise. Aber Einstellungen. Ich möchte euch nämlich unbedingt noch die Barrierefreiheit zeigen, weil hier haben sie wieder einiges neu hinzugefügt, was damals noch nicht da war. Wie gesagt, der Co-Pilot ist hier auch zu finden. Wenn man jetzt mit einem Freund zusammen spielt, braucht man jetzt nicht die Controller hin und her geben. Ja, man hat dann halt zwei Controller. Dann kann der Kumpel halt eben unterstützen. Hier kann man den Schwierigkeitsgrad einstellen. Konzentrationsdauer, Standard. Und man kann auch die Untertitel, kann man halt auch den Hintergrund drin machen oder so. Da bin ich noch am Überlegen, das werde ich wahrscheinlich eventuell machen beim Untertitel, weil an manchen Stellen, wenn es ein bisschen hell ist, siehst du den Untertitel nicht gut genug. Den habe ich ja an für euch. Obwohl man eigentlich versteht, was die sagen. Zielhilfe kann man auch noch erhöhen. X-Achse umgedreht. Also Musiklautstärke habe ich, also das ist eigentlich beim Audio drin. Aber hier haben sie halt dann noch zusätzliche Sachen mit drin. Ich habe Effektlautstärke auf 80, Dialoge auf 100, damit ich halt alles gut höre und Musik auf 70. Ich hatte vorher Musik auf 80 und das auch auf 100, die Effektlautstärke. Aber dann hast du teilweise die Leute, wenn sie mit dir gequatscht haben, nicht richtig verstanden. Oder nicht gut genug verstanden. Grafik. Hier bei Audio, hier könnt ihr dann auch noch die Dezibel anhören und steigen lassen. Mono Audio erzwingen. Tinnitus Geräusche ausschalten. Also manche haben ja Tinnitus und da reagieren sie wohl auf einige Geräusche nicht so gut. Meine Frau hat dort auch, aber es ist bei ihr unterschiedlich von den Geräuschen. Und das kann man dann halt anmachen und dann werden die Geräusche, die halt den Tinnitus ist ja immer da, aber die das halt verstärken oder schlimm machen, damit es halt schlimmer wird oder so, werden die dann gefiltert und diese dann wird versucht, dass die dann nicht drin sind. Kann ich schlecht selber beurteilen, weil ich keinen Tinnitus habe. Wenn von euch jemand das hat, kann er ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei ihm geholfen hat. Ja, Steuerung, X-Achse umgedreht, Y-Achse umgedreht, vibrieren kannst du hier dann auch einstellen. Ich habe die Trigger-Effekte für Waffen, also die adaptiven Trigger, habe ich an. Zielhilfe, ja, hier. Also allgemein habt ihr dann hier noch Schwierigkeitsgrad und automatisch heilen habe ich aus. Also ist zu einfach, wollen wir es ja uns auch nicht machen. Aber vielleicht mache ich das dann an manchen Stellen vielleicht auch mal an, müssen wir mal testen. Brotkrümel-Navigation fühlt, entdeckt, ja, da könnt ihr dann halt, also hier ist so viel Zeug jetzt, teilweise zu viel, wo ich sage, das überfordert ihn. So. Aber jetzt suchen wir uns einen schönen Punkt und machen noch einen schönen Abschluss. Ja, das ist halt Gift. So. Packen wir uns hier mal hin. Dann mache ich hier so einen schönen Abschluss. Ja. Mit dem Wasser. Sieht doch jetzt schön aus, finde ich. Wie gesagt, mich hat es komplett von Anfang an in den Bann gezogen. Ich war
Ich habe am Anfang da gestanden, nur mit, also da gesessen, nur mit offenem Mund und sagte, geil, 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 oh. Grafik, Sound, alles tipptopp. Auch, da kommt noch ein Typ, mit dem war der Tutorial durchlaufen aus der Vergangenheit. Wenn sie mit dem quatscht und dann, oh, es hat einfach so mega Spaß gemacht. Und ihr seht jetzt selbst, ich wollte eigentlich hier nur 10 Minuten anzocken, euch einfach nur 4K HDR-Grafik zeigen und euch daran teilhaben lassen, wie geil das Spiel aussieht. Und dann kommst du wieder dahin und dahin und dann habe ich mich auch, gebe ich zu, habe ich mir ein bisschen ablenken lassen, habe ein bisschen gejagt und so. Ich kann euch halt auch noch nicht so viel zeigen, weil wie gesagt, ich bin noch ziemlich am Anfang. Ich werde später nochmal ein Video machen. Wenn ihr mich verfolgen wollt, ich streame das auf Twitch. Vielleicht streame ich heute Abend auch mal auf YouTube, ich weiß es noch nicht. Und dann gleichzeitig zu Trovo mal. Muss ich gucken. Aber ich bin hin und weg vom Spiel. Und bis jetzt von mir, also was ich jetzt erlebt habe, die Steuerung ist gut, Grafik ist gut, Sound ist gut. Die ganze Welt ist wieder cool gemacht. Das Interaktive, man hat neue Sachen dazu gekriegt, neue Waffen. Und wir sind noch nicht mal fertig. Wir sind gerade mal am Anfang. Also bis jetzt, der Einstieg, geil. Wirklich geil gemacht und es macht echt Bock auf mehr, viel mehr. So. Ich werde aber nochmal ein Abschlussurteil ganz am Ende geben, wenn ich durch bin, werde ich nochmal ein Video machen, 4K HDR und werde euch dann alles zeigen, was ich habe, also an Ausrüstung und was man denn noch kriegt und was mir aufgefallen ist und ja, mal gucken, vielleicht kann ja sein, dass sich meine Meinung noch ändert, was ich nicht glaube, aber es könnte passieren, wenn es denn jetzt verkacken sollte, das Spiel, was ich nicht glaube. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre natürlich ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Whatever. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.